Ja, auch heute wieder Mittwochabend, 20 Uhr. Wir sind wieder live. Herzlich willkommen im Activity Camp Hangout. Wir grüßen dich heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben heute ein exklusives Extra quasi sozusagen. Und wenn ihr das verfolgt habt in den letzten Wochen, habt ihr festgestellt, dass wir uns intensiv mit dem Thema Facebook Prospecting und alles rund um Facebook, was nicht mit Werbung zu tun hat, nicht mit bezahlter Werbung zu tun hat, haben wir uns in den letzten Wochen mit beschäftigt. Werden wir auch noch weiter tun, aber heute ist eine Ausnahmesituation, weil ich bei meinem geschätzten Kollegen Manuel Garcia in Stuttgart bin und wir hier einen YouTube-Video-Kurs aufzeichnen. Das ganze Ding heißt YouTube Marketing Masterclass. Und dafür haben wir in den letzten 2 Tagen viele Videos aufgezeichnet. Und ich wollte mal mit dem Manuel mich heute darüber unterhalten, ein kleines Interview machen, quasi sozusagen, was das für ein Kurs ist, ja, was wir da drin erzählen, um was es geht, für wen das ist, was ihr letztendlich von uns dort erwarten könnt. Und der Florian schaltet sich jetzt zu. Herzlich willkommen, Florian. Grüße dich. Schickes Foto hast du da. Hallo, Servus, Dankeschön. Ja, und also heute wollen wir erstmal mal ein bisschen Content geben zum Thema YouTube Marketing und ja, was speziell diesen Kurs betrifft, den wir jetzt gerade aufzeichnen. Ich kann das vielleicht auch mal ganz kurz zeigen. Wir haben ja so ein bisschen uns hier häuslich eingerichtet beim hier ist auch eine fette Whiteboard und Greenscreen und was wir nicht alles haben. Und ja, haben da ganz, ganz tolle Sachen gemacht und möchten euch einen kleinen Überblick darüber geben, was wir da gemacht haben. Bevor wir jetzt aber anfangen, möchte ich ganz gerne von euch wissen, inwieweit ihr im Thema YouTube-Marketing schon aktiv seid. Wer von euch hat einen YouTube-Kanal, einen eigenen? Also ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, bin aber leider noch recht wenig aktiv. Okay. Das heißt, schon eigene Videos gemacht, Florian. Schon mal was versucht. Kanal schon eingerichtet, so mit Header und so. Wie weit bist du da fortgeschritten? Erzähl mal bitte. Genau, also einen Header habe ich. Ich habe auch ja, ein paar Videos gemacht, aber ich habe auch schon wieder viele gelöscht, weil ich dann irgendwie nicht zufrieden war und ja, da war ich auch teilweise noch nicht so selbstbewusst und die kamen dann nicht so rüber, wie ich mir das gedacht habe. Und ja, deswegen wurden ein paar wieder gelöscht. Ich bin aber schon wieder am Planen für nächste Videos, vor allem auch Blogartikel beispielsweise abfilmen. Genau. Okay, großartig. Sehen wir uns in Stuttgart auf unserem YouTube-Marketing-Workshop? Stuttgart sage ich, Augsburg meine ich natürlich. Am 11. März. Ja, das ist mute. Okay. Bitte? Das habe ich jetzt gerade schlecht verstanden. Okay, nochmal, das war auch Bei ein mir bisschen stimmt das vorhin Internet ein gesagt. bisschen. Okay, sehen wir uns am 11. März in Augsburg zu unserem Workshop? Ja, hoffe ich doch. Ja, hoffe ich. Also du bist da, heißt das. Genau, großartig. So Gott will. Ganz genau. Von Weizen. Gut dann. Also du hast schon mal angefangen, hast wieder gelöscht. Also ich glaube, wenn du mein erstes Video siehst, dann und es dein Video wäre, würdest du es auch löschen. Ich habe es nicht gelöscht, weil ich es einfach witzig finde, wenn man, dass man auch die Entwicklung mal sehen kann. Okay. Aber das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wer von euch hat noch einen YouTube-Kanal, beziehungsweise hat darüber nachgedacht oder sich schon mal Gedanken dazu gemacht? Wie ist eure Einstellung zum Thema YouTube-Marketing? Erzählt mal. Also ich will auf jeden Fall mitmachen. Das macht mir bestimmt Spaß. Wird zwar eine Weile dauern, bis ich das Equipment zusammen habe, dass es vernünftig rüberkommt, aber Interesse ist bei mir auf der Seite sehr, sehr groß. Okay, großartig. Equipment ist ja nicht, also nicht mal zwingend notwendig. Ja. Also es gibt auch Möglichkeiten, ein Video herzustellen, völlig ohne Equipment, völlig, ja. Bis hin zu der Möglichkeit, dass man sogar seinen YouTube-Kanal mit, also völlig legitim und legal füllen kann mit Videos, die man letztendlich nicht mal selber produziert hat. Ja, das haben wir in dem Kurs, haben wir auch ein Tutorial zu gemacht, wo Manuel das zeigt, wie das geht. Das war auch mir neu. Also es ist tatsächlich gibt es die Möglichkeit, ja, bereits vorhandene Videos für sich zu nutzen, zu allen möglichen Themengebieten, die man dann in seinem Kanal
hochladen kann und die auch entsprechend verändern kann. Das ist also unglaublich, was da so alles geht. Ralf, wie ist das bei dir? Bei mir ist jetzt so, ich habe einen YouTube-Kanal und ich nutze auch den Kanal schon. Ich habe angefangen, den soweit vorzubereiten. Ich habe jetzt 2 Videos hochgeladen, die nicht gelistet sind. Und habe mir mal die Mühe gemacht, den Elevator-Pitch soweit vorzubereiten. Und den kann man im Moment noch ohne Ton sehen. Weil bei mir das Equipment gerade irgendwie nicht die beste Qualität liefert. Ich muss da mal gucken, dass ich da in der nächsten Zeit das fertig kriege mit einem guten Ton. Also gut, wir haben ja auch hier schon drüber gesprochen, weil ich ja auch die Problematik mit meinem Ton und meinem Büro immer habe, dass das so halt. Das Einfachste ist ja eigentlich, Leute, bitte schaltet eure Mikros stumm. Das ist für alle wesentlich angenehmer, großartig. So, dass man einfach das Telefon nimmt, da ein Lavalier-Mikrofon anschließt, hier die Buchse, das sich irgendwo dran klemmt und das Ding kostet, weil es kostet keine 20 Euro. Ja, je nachdem, also, okay, was man haben will. Klar. Also ich habe zum Beispiel, das hier ist eins von Rode, das ist speziell für Smartphones, das ist sogar speziell für die iPhones, liegt, glaube ich, zwischen 40 und 80 Euro. Ich habe eben speziell für ein Smartphone, aber letztendlich könnt ihr jedes Lavalier-Mikro, gibt es also die günstigsten ab 2,50, aber also klare Empfehlung, kauft euch keins für 2,50. Könnt ihr einfach in euer Handy stecken, euer Handy in die Tasche, davor quasi Memo-Funktion starten und dann, wenn ihr fertig seid mit dem Video, die Audiospur von eurem, die auf eurem Handy liegt, auf den Computer ziehen. Und damit ihr es da leichter habt zum Synchronisieren, also Audiospur und euer aufgenommenes Video, noch ein Tipp, wenn ihr anfangt zu sprechen, beziehungsweise euer Video aufzunehmen, einfach kurz 2-mal klatschen, weil diese Ausschläge seht ihr dann deutlich in eurem Programm oder egal wo ihr es macht, aber so könnt ihr das ganz leicht übereinander legen, sodass es auch gut passt. Also das mal so als kleiner Schnitt-Tipp. Gut, großartig. Also als Schnittpunkt nehme ich immer eine längere Pause, zum Beispiel. Oder so ist auch eine Möglichkeit, ja. Also ich habe ja ein Mikrofon, also da ich früher mal mehr oder weniger in der Band aktiv war. Dazu aber jetzt erstmal eine andere Frage, wenn ich die einschmeißen darf, und zwar in Sachen Schneideprogramme. Ich hatte mal Magic Video Deluxe. Finde die CD aber nicht mehr und bin jetzt auch teilweise verzweifelt an Suchen nach einer vernünftigen Software, weil der Movie Maker bei mir, der ist katastrophal. Jetzt ist also quasi meine Frage, welche Schnittsoftware macht man sich da eigentlich am besten, wenn man es erst einmal kostenlos, oder macht es wirklich Sinn, sich gleich eine kostenpflichtige zu holen? Also ich kann gerne eine empfehlen, ich nehme von TechSmith Camtasia Studio. Wenn du am Anfang noch ein bisschen experimentieren willst, kannst du von TechSmith zum Beispiel Jing verwenden. Okay. Es gibt noch eins. Von TechSmith gibt es noch eins, was du verwenden kannst. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Also ich weiß nicht genau, wie viel ich hier semi-legal preisgeben darf. Aber ist alles erlaubt. Alles erlaubt. Kommt keiner zu. Also prinzipiell, ja, hast du bei den, egal ob jetzt Camtasia oder Screenflow oder bei den meisten Programmen, hast du eine 14- oder 30-tägige Testphase. Also die würde ich dir auch empfehlen, einfach mal auszuprobieren, welches Programm dir einfach vom Handling vielleicht auch besser liegt, ja. Für mich absolut Preis-Leistung, super Giganten-Hit, ja, ist eigentlich Screenflow, ist für Mac, ist allerdings also wesentlich günstiger als es Camtasia ist. Camtasia ist auch super, wenn du Windows benutzt, dann würde ich dir zu Camtasia raten, ist allerdings mit, ich glaube, um die 300 Euro auch nicht so ganz billig. Screenflow bekommt man ab 100 Euro. Zum semi-legalen Teil
man kann im Prinzip die Testversion auch verlängert nutzen, wenn du einfach wenn du ein Video aufnimmst, das Datum an deinem Computer zurückstellst, als die Testversion quasi noch in der Testphase war. Und so kannst du eigentlich auch das über den Zeitraum hinaus nutzen, ohne jetzt das Geld auszugeben. Beziehungsweise, ja, fairerweise muss ich sagen, für so ein Produkt lohnt sich das Geld schon auszugeben. Also meiner Meinung nach Testphase ausnutzen, wenn du das Gefühl hast, das Handling passt, ja, dann kauf dir das Produkt. Das rechnet sich zigfach. Also wenn ich mir überlege, mein Screenflow, wie viele Videos ich damit schon geschnitten habe, und wie viel ich mit den Videos jetzt schon verdient habe, dann ist das eine Investition, die sich mehr als lohnt. Das alles klar, danke. Tobias, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe selber einen YouTube-Kanal seit 2 Tagen. und ich hab die natürlich auch schon eingerichtet, also sprich, ich habe die gleichen Banner oder beziehungsweise das gleiche Foto wie auf allen anderen Social Media Kanälen, die ich verwende. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich keine Zeit gehabt habe, das Ganze zum Installieren, und ich habe es jemand anders schon machen lassen. Ich habe mir einfach auf dem Fiverr, habe immer für einen Fünfer halt natürlich von jemand einen Banner erstellen lassen, das auf alle Social Media Plattformen funktioniert. Genauso auf dem YouTube, da hat die gewisse Größe auch eingestellt und alles. Und das habe ich dann nachher dann einfach eingetragen und erledigt. Und jetzt schauen alle Sachen von mir einfach gleich aus. Egal wohin das man kommt. Sehr gut, das ist wichtig. Copyright Identity macht da absolut Sinn. Und habe auch kurz in dem Kurs drüber gesprochen, dass man das so machen kann. Sehr, 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 sehr gut. Cool. Dann seid ihr alle im Prinzip so auf dem Sprung, auch erfolgreiche YouTube-Marketer zu werden. Und keiner traut sich so richtig oder hat bis jetzt noch nicht den richtigen Draht dazu gefunden, auch tatsächlich zu tun. Dabei soll dieser Kurs dann ja auch helfen. Möchte euch jetzt mal die Struktur des Kurses so ein bisschen erklären. Manuel, vielleicht übernimmst du das. Wir haben uns speziell in 3 Bereiche aufgeteilt, plus im Bonusbereich. 4 plus im Bonusbereich. erzähl mal, was sind so die großen Oberbegriffe? Ja, die großen Oberbegriffe, letztendlich haben wir versucht, in vielen kurzen Videos, die dann auch noch zusammengepackt in einzelne Module, Schritt für Schritt durch diese ganzen, Teile durchzuführen, von einem Gmail-Account erstellen, also wirklich von null an zu starten, bis über natürlich die Kanalerstellung, die Kanaloptimierung, Videos produzieren, Videos optimieren, Keyword-Recherche, Keywords platzieren, wo und wie, Website-Links einbinden, wo und wie, wie schaffe ich es, mehr Kanalabonnenten zu bekommen, wie schaffe ich es, schneller und besser zu ranken? Tools, genau, Tools und Gimmicks sozusagen, ja, von kostenpflichtig und kostenlos natürlich. Für Bildbearbeitung, für Videoschnitt, Videoproduktion, Bildanimation, Videoanimation, Konkurrenz ausspionieren und das natürlich dann für sich selber auch ausnutzen. Wirklich von A bis Z ziemlich, ziemlich viel dabei, ja. Eigentlich könnt ihr allein mit dem Kurs kann man profitables YouTube-Marketing betreiben. Da sind wir fest davon überzeugt, weil wir wirklich Herzblut reingesteckt haben, weil wir auch den Beweis quasi leben. Das, was wir da, was wir im Prinzip jeden Tag machen. Und das Coole ist, dass Während wir quasi diesen Kurs aufgenommen haben, haben wir beide nicht nur gesponsert, sondern Geld verdient und Interessenten gewonnen. Und deshalb über unsere Videos und über unsere YouTube-Kanäle. Also hat sau Spaß gemacht. Ich denke, es wird man auch dann im Kurs extrem merken. Auch wenn manche Outtakes
dann ja, bestimmt auch für den einen oder anderen Lacher sorgen werden. Aber da ist schon richtig fett Content drin. Und ja, bis wir dann den Kurs letztendlich auch launchen, wird auch nochmal ordentlich was dazukommen. Ja, ich denke, egal ob man ganz am Anfang steht oder ob man einen YouTube-Kanal hat, ob man schon 10 oder 20 oder mehr Videos auch schon drauf hat, aber vielleicht einfach nicht so mit den Ergebnissen zufrieden ist. Unser Ziel war wirklich, für jeden mit diesem Kurs was zu bieten und jeden dann einfach zu verbessern und das YouTube-Marketing effektiver zu gestalten. Ja, ich denke, da gibt es auch das ein oder andere, dass man, ja, dass man wirklich voneinander auch lernt, weil man ja doch unterschiedlich arbeitet. Der Thorsten, der ist ein sehr, sehr starker Sprecher und einfach sehr, sehr starker Networker. Ich bin eher so der Techniker und Tool-Mensch, ja, der für jeden Mist irgendein Tool hat sozusagen. Ja. Ja, und so haben wir da, glaube ich, die Stärken sehr gut voneinander eingebracht, sodass ihr auch davon profitieren könnt. Das hat man gesehen. Ja, also Arbeit darf ja auch Spaß machen, habe ich mal gehört. Ja, keine Frage. Und nee, das war einfach großartig. Wir haben uns gut verstanden und haben viele gute Sachen auf den Weg gebracht. Ich möchte mal auf das ein oder andere jetzt ein bisschen intensiver eingehen, was der Manuel jetzt gerade eben angeschnitten hat. Also im ersten Bereich geht es ja letztendlich darum, den Kanal zu erstellen. Und wir haben, als wir die Tutorials gemacht haben, haben wir festgestellt, dass selbst wir als erfahrene YouTuber damit Schwierigkeiten hatten. Ja. Wir haben ja echt die Krise gekriegt, weil wir echt gesucht haben, da gibt es doch gar nicht, wo stellt man das denn ein? Na, also ja. Wir haben es da echt, echt schwer getan und man hat festgestellt, dass das nicht so einfach ist, da die ganzen Einstellungen zu finden. Wenn man jetzt nicht weiß, dass sowas geht, dann stellt man es erst gar nicht ein, weil man es nicht findet. Ja, ne, aber wenn man gar nicht danach sucht vor allem. Ja, ja, man weiß ja gar nicht, dass es das gibt, weil es gar nicht offensichtlich dargestellt wird. Ich habe auch in dem Kurs gesagt, dass auch ich am Anfang mich echt schwer getan habe, den Kanal richtig einzustellen, weil das wirklich, ich finde es sehr unübersichtlich ist, auf YouTube da in den Tiefen, in irgendwelchen Menüs dann die entsprechenden Einstellungen zu finden und die dann einfach auch machen zu können, die dann einfach auch wichtig sind, um nachher gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Also wenn der ein oder andere von euch schon einen YouTube-Kanal jetzt erstellt hat, auch wenn er erst 2 Tage alt ist, hat man sich ja wahrscheinlich schon mit der Kanalerstellung beschäftigt. Wie ist das euch da ergangen? Meint ihr, dass das hilfreich ist, so ein Tutorial dazu, wo welche Einstellungen zu machen sind, oder ist euch das leicht von der Hand gegangen? Erzähl mal bitte. Also ich würde es mega feiern, ich spreche es mal so aus, denn es ist wirklich recht unübersichtlich und wenn man schnelle Erfolge erzielen will, dann macht es einfach 1000-mal mehr Sinn, sich das anzuhören oder schnell alle Informationen angucken zu können und die dann für sein Business zu kopieren. Genau, also für mich wird es auf jeden Fall Sinn machen, damit ich einfach schneller das erreichen kann, was ich möchte. Ja gut, ja. Wäre man grundsätzlich dazu bereit zu investieren, wenn man sagt, okay, ich muss mir das nicht alles selbst zusammensuchen und wäre froh, wenn mir das jemand zeigt? Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn man jetzt so eine Sache wie einen YouTube-Kanal macht, ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man jemanden hat, der damit schon sehr viel Erfahrung hat, der ihnen sagt, pass auf, das müsstest du vielleicht so einstellen, das solltest du so einstellen. Also das ist auf jeden Fall hilfreich und auf jeden Fall muss. Sehr gut. Großartig, dann haben wir da, glaube ich, nicht die falscheste Entscheidung getroffen, im Prinzip auch mal ganz unten anzufangen und mit dem wirklich den einfachsten Ding wie eine Kanalerstellung, obwohl es eigentlich gar nicht einfach ist, aber es ist ja mal grundsätzlich mal die Grundvoraussetzung. Ich glaube aber auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es, wenn wir uns jetzt die Kanäle angucken würden von vielen YouTubern, dass das viele da noch Fehler gemacht haben oder nicht alles, das, sagen wir mal, das Potenzial nicht richtig ausgenutzt haben, oder? Nee, auf keinen Fall. Also es ist ja schon, man muss auch wirklich also sagen, wenn man zum Beispiel allein das Werbungsschalten jetzt mal, wenn man das vergleicht auf zum Beispiel Facebook, wie man da eigentlich durch die Schritte durchgeführt wird und trotzdem fällt es sehr vielen Menschen schwierig, eigentlich eine Anzeige zu schalten auf Facebook. Und da wird man wirklich Schritt für Schritt durchgeführt. Und
wenn man dann mal YouTube-Tagging nimmt oder Google AdWords, ja, wie man letztendlich YouTube bietet eine Werbeplattform, also AdWords für Videos heißt es ja, und das ist im Vergleich dazu sehr, sehr viel schwieriger und dementsprechend sehe ich da, kann ich da jetzt auch die Parallele ziehen, denn das Einrichten und vor allem das Optimieren für einen YouTube-Kanal und dann auch für Videos ist, ja, wenn man nicht weiß, wo welche Regel ist und wo diese kleine Schiebe ist und wo man dieses kleine Häkchen setzen muss, ja, dann sucht man sich da wirklich dumm und dämlich. Und auch wir gestern. Auch wir gestern, ja. Das war genau dieser Schieber, den du jetzt wahrscheinlich ansprichst. Genau. Ja, genau. Wir haben stundenlang hier gesucht haben. Einen Schieber, ja, ja. Der, ich wusste genau, ja, es gibt diese Einstellung, ich wusste nicht mehr ganz hundertprozentig, wo sie war. Und ich wusste aber, ich kann nicht weiter diese Optimierung machen, wenn ich diesen blöden Regler nicht gefunden habe. Ja. Und wenn man das aber nicht weiß, dann sieht man natürlich die Features nicht, also die Einstellungsmöglichkeiten, die danach erst kommen, die man dann überhaupt erst hat. Und dementsprechend, ja, wird der Kanal nie vollständig optimiert sein, nie vollständig das Potenzial ausschöpfen. Und das ist einfach schade, ja. Also es ist wirklich einfach schade, weil es gibt halt solche und solche Kanäle mit letztendlich fast den gleichen Videos drauf, zumindest thematisch, ja. Aber dieser kostenlose Traffic, ja, also YouTube ist einfach die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr heute oder gestern schon mal auf YouTube ein Video angeschaut? Jetzt gerade, quasi. Jetzt gerade, ja. Jetzt gerade. Immer wieder natürlich. Ja, ja, wir sind jetzt live auf YouTube, also ganz klar, wir haben jetzt gerade wieder einen Zuschauer dazu bekommen und jetzt wahrscheinlich dann auch über YouTube, dann hat das irgendwie gesehen, vielleicht ein Abonnent von mir oder wie auch immer. Also, wir gucken alle YouTube-Videos. Was haben wir heute gelernt bei der Recherche? 21,1 Millionen Deutsche gucken regelmäßig YouTube-Videos. So. Sprich, jeder vierte Deutsche. Ja. Jeder vierte Deutsche. Regelmäßig YouTube-Videos. So, und wenn wir jetzt mal die Senioren mal rausrechnen und die ganz kleinen Kinder, so wie Tobias, seine Kleine, die wird wahrscheinlich auch noch nicht bewusst YouTube-Videos gucken. wenn man die einfach mal rausrechnet, dann sind das noch viel mehr. Aber dafür dreht sie schon Videos. Dafür dreht sie schon Videos. Ja, genau. Ja, ich hab heute erst eine Statistik gelesen, da wurden Jugendliche befragt zwischen, ich glaube, 18 und 25 Jahren und bei denen ist YouTube sogar quasi beliebter und hochfrequentierter, als es jetzt Facebook ist. Ja? Und zwar genau, die beliebteste Webseite. Die beliebteste Webseite überhaupt. Ich glaube, ja, YouTube war ganz vorne mit, ich glaube, 30% aller Stimmen und Facebook lag bei irgendwie 24% oder so. Also schon echt bemerkenswert und deswegen, ja, ist YouTube auf jeden Fall im Online-Marketing-Mix absolut nicht wegzudenken, zumal man mit Videos, ja, ihr könnt Vertrauen aufbauen und Vertrauen ist einfach die Grundlage für jeden Verkauf oder für jedes Sponsorgespräch oder für eigentlich egal was, ja. Also jedes Video kann verkaufen. Zumindest mal Vertrauen aufbauen. Und das ist das Allerwenigste. Dazu muss das Video einfach gut sein. Ne, man kann sich einfach nicht einfach hinsetzen und irgendeinen Kram erzählen und sagen, guck mal hier, ich bin jetzt gerade hier auf Mallorca und ich gehe jetzt hier gerade Kaffee trinken. So wie es manche machen. Also ich war ja letztens auf einem Event und dann hat jemand erzählt, dass er immer überall Videos macht, wo er gerade ist. Und dann auf sich aufnimmt, wenn er hier ist und wenn er da ist. Ich finde das jetzt nicht die beste Strategie. Also der Content, ja. Content ist King. Also wobei ich da zum Teil, also klar, Content ist King, Value bieten ist auf jeden Fall das, was top ist. Aber wenn ich jetzt, ich habe ein paar Partner, ich habe mich gestern was mit einem wieder unterhalten, der meinte, sein Traum ist es zum Beispiel einfach, der spielt für sein Leben gern Tennis. Sein Traum ist, einen Blog zu haben und Videos dann auch darüber zu machen, von den schönsten Tennisplätzen der Welt, wie er dort spielt. Jetzt würde man denken, ja, wen interessiert es? Ja gut, viele Leute gerne Tennis spielen. Es gibt viele Leute, die gerne Tennis spielen. Wenn die da drauf kommen, denken sich, ey, wo hat er das Geld dazu? Und da ist die Verbindung. Und das
ist im Prinzip, kann man das schon als eine Art Attraction Marketing dann einfach benutzen. Natürlich ist es jetzt, also gut, machen wir auch 1000 Menschen, aber meiner Meinung nach ist Quatsch, wenn man jeden Tag sein Essen fotografiert und es postet oder jeden Tag sich filmt, wie man jetzt eine Zwiebel schneidet, ja, das hat dann auch nichts mit Attraction Marketing zu tun, weil keiner möchte die, ja, wissen, warum du deine Zwiebel jetzt so schneidest oder wie dich das, ja, wie du zu der Freiheit gekommen bist, dass du jetzt morgens deine Zwiebel da oder was weiß ich, wann deine Zwiebel gemütlich schneiden kannst. Ja. Wahnsinn, ja. Ja, aber in gewisser Form ist einfach, wenn man einen Vorteil hat, den andere sich auch wünschen, einen Zustand erreicht hat, den andere sich auch wünschen, sei es jetzt finanziell oder sei es einfach nur, dass man die Freiheit hat, Dinge Zeit. Zu tun. Zeit schreibt immer nur Geld. Genau, also Zeit. Einfach mal Zeit. Genau, dass Zeit, man Zeit für die Familie haben, Zeit für die Hobbys, Zeit für die Freunde. Genau. Ne, 3 Millionen Deutsche haben einen Nebenjob. Manche haben sogar 2. Ja. So, und finde das vollkommen normal. Letztens für ein anderes Video, was ich produziert habe, habe ich das recherchiert und da wurde darüber erzählt, zum Beispiel ein Kellner, der arbeitet hauptberuflich Vollzeit als Kellner und geht in der Zeit, wenn er zum Beispiel jetzt nachmittags erst anfängt, geht er morgens los und fällt Bäume. Schon seit 7 Jahren, um seiner Tochter das Studium zu bezahlen. Ja. Ne? Und das ist das Ziel so einmal, du kannst mehr Zeit mit deiner Familie verbringen und deiner Tochter trotzdem das Studium bezahlen. Dann dürfte der das schon mal durchaus interessant finden, glaube ich. Ja, das ist ja generell, also wenn ich allein daran denke, wie es mir gegangen ist, ja, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, habe ich auch noch recht wenig Zeit gehabt. Ja. Ich habe es Thorsten das wieder erzählt, es ist keine 1,5 Jahre her, da saß ich von morgens bis abends in der Uni. Zu einer Zeit, wo du noch keinen YouTube-Kanal hattest. Wo ich noch keinen YouTube-Kanal hatte, genau. Habe meine Kinder für 1-2 Stunden gesehen, war dann noch eine Stunde einfach so daheim und dann bin ich nochmal arbeiten gegangen. Und bin dann meistens um 3, 4 nachts heimgekommen und morgens ging es wieder in die Uni. Ja. Und das habe ich einige Monate so gemacht. Und ja, also für mich hat YouTube-Marketing oder überhaupt Online-Marketing da einfach alles verändert. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr diesen Traum habt oder einfach eine Motivation, ein Warum in euch tragt, dann stürzt euch da drauf, ja, nehmt unsere Tipps an und setzt einfach um. Ich erzähle immer wieder die Geschichte gerne, auch in den Sponsorgesprächen, den Thorsten Karl von 2012. Also schon erfolgreicher Networker gewesen, jahrelang nicht in der Branche tätig gewesen, was anderes gemacht. Und dann eben 2012 gesagt, das greife ich nochmal an. Man musste damit erschrecken feststellen, dass Dinge, die 10 Jahre vorher ganz wunderbar funktioniert haben, jetzt eben nicht mehr funktionieren und dass zumindest alles viel schwieriger geworden ist. Und ich dann einfach keine Lust mehr hatte auf Flyer verteilen, Menschen kalt in der Stadt anzusprechen und solche Dinge, Präsentationen am Wochenende in irgendwelchen Hotels zu halten. Und mir einfach dann Gedanken gemacht habe über einen neuen Weg. Und dann hat jemand mal einen Weg gekreuzt, der hat zu mir gesagt, Thorsten, du musst einen YouTube-Kanal machen. So, und habe ich genauso wie wir jetzt hier zusammensitzen, genauso wie ihr jetzt vor 2 Tagen entschieden habt, den YouTube-Kanal einzurichten, habe ich damals auch. Und bei mir war das damals der 16.02.2014. Und seit dem 16.02.2014 haben, wie viel sind es jetzt, über 630 Menschen haben meinen Kanal abonniert, über 75.000 Mal wurden meine Videos angeklickt und wir haben uns darüber unterhalten, wie viel haben wir eigentlich im letzten Jahr darüber gesponsert. Also wenn wir es zusammenrechnen, wir sind auf jeden Fall im 3-stelligen Bereich. Ich habe einfach mal so über den Daumen geschlagen, 50. Da bist du bescheuert, 50. Es sind viel mehr, überleg mal hier und da. Und die da alle nicht weiß. Du kommst ständig, kommen Leute zu dir und bei mir auch. Wir wissen gar nicht, wie die in unsere Networks kommen und sich dort registrieren. Wir haben über Videos Produkte verkauft im 4-stelligen Bereich. Wir haben für Empower gesponsert, All-Ins, die $4.000 bezahlt haben dafür. Und die habe ich das Witzige daran ist, alle über ein einziges Video. Ich habe einmal ein richtiges Video gemacht. Das waren schon ein paar mehr. Aber dieses eine Video hat mir mehrere All-Ins bei Empower beschert, was immerhin eine Provision von $3.000 dann verursacht hat. Und das ist schon spaßig. Vielleicht mal die Geschichte dazu. Also derjenige hat sich in irgendeinem amerikanischen Funnel hat er sich eingetragen, hat sich dafür interessiert und hat sich dann einen amerikanischen Sponsor schon ausgesucht und bevor er dann gekauft hat, hat er sich gedacht, guckst du mal, ob es das nicht auch auf Deutsch gibt.
und hat dann den Firmennamen gesucht und Deutsch. Und genauso hieß mein Video. Mein Video damals hieß Empower Network Deutsch. Und kam dann auf mich und hat dann nach mir gegoogelt, hat dann festgestellt, dass ich 20 Kilometer um die Ecke wohne. Und dann hat er gesagt, auch, den kannst du mal anrufen. So, haben wir uns getroffen, haben wir gesprochen, ist er nicht bei dem Amerikaner eingestiegen, ist er bei mir eingestiegen. Hätte es dieses Video nicht gegeben, wäre er beim Amerikaner eingestiegen, hätte der Amerikaner $3.000 verdient. Ist aber nicht schlimm, der ist sowieso Millionär, mehrfacher Millionär, also Shaki Nosini wird es verkraften können, dass ich denjenigen dann nachher gesponsert habe. Aber ohne diesem Video wäre das nicht möglich gewesen. Und dieses Video hat mich, weiß nicht, 20 Minuten meiner Zeit gekostet. Und das Wichtige aber an dem Video ist natürlich, dass ich es gemacht habe und auch das, was ich in dem Video erzählt habe. Und dann kommen wir im Prinzip zum zweiten Teil, diese Recherche, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wonach suchen die Leute, was werden sie bei YouTube eingeben als Suchbegriffe. Und das war ja die amerikanische Firma, es war alles auf Englisch und es kam immer mehr Deutsche darauf, Vertriebspartner bei dieser Firma zu werden. Immer mehr Leute haben die Produkte von dieser Firma gekauft. Und ich habe mir gedacht, die suchen bestimmt jetzt nach deutschsprachigen Informationen zu dieser Firma. Und deswegen habe ich den Firmennamen und Deutsch dahinter genommen. Und deswegen haben sehr viele Menschen mich über dieses Video, 2000 Menschen haben dieses Video angeguckt. Also es müssen nicht diese 50, 100.000 Views sein pro Video. Es hat bei diesem Video hat es tatsächlich gereicht, dass ich 2000 Klicks auf dieses Video hatte und darüber habe ich 7-mal ein All-In verkauft. So, das sind insgesamt zusammengerechnet sind das 21.000 Euro Provision. So, wenn man das in Umsatz umrechnet, sind es 28.000 Euro Umsatz, die ich nur mit diesem Video gemacht habe. Kann man mal so machen. Und das geht nur, weil man sich mit Recherche beschäftigt hat. Und das ist das, was wir im zweiten Teil unserer Videoreihe dann erzählen. Also Tools zeigen, wie man die Recherche richtig macht. Wir haben auch festgestellt, fällt mir auch dazu ein, als wir gestern geguckt haben, wie man einen Kanal richtig erstellt, habe ich gedacht, oh, habe ich das auch so gemacht damals? Musst du mal gucken. Ist ja nicht sagen, dass wir sagen, die Leute sind alle blöd draußen, weil sie nicht wissen, wie es geht. Uns geht es ja ganz genauso. Zumindest ging mir gestern ganz genauso, dass ich gesagt habe, das kannst du dir aber auch nochmal gucken, ob du das überhaupt gemacht hast. Da haben wir geguckt, nach welchen Keywords möchte ich eigentlich gefunden werden? Nach welchen Suchbegriffen soll eigentlich mein Kanal und meine Videos angezeigt werden? Und dann habe ich geguckt und habe ich festgestellt, dass meine Hauptsuchwörter überhaupt gar nicht da drin standen. Ich habe die gar nicht dort eingetragen. Da stand irgendein wirres Zeug drin, wonach ich sowieso nicht gefunden werde, zum Beispiel Online-Marketing. Wenn jemand nach Online-Marketing sucht, dann findet er andere Dinge als Thorsten Kahl. Da sind andere Big Player am Markt, die wahrscheinlich keine Chance haben. Aber die Suchbegriffe, die ich wirklich mache, die für mich wirklich relevant sind, für die ich wirklich gefunden werden kann, die habe ich gar nicht eingetragen. Habe ich gestern mal nachgeholt, so nach 2 Jahren. Und das ist einfach. Und ja, also Recherche wollen wir uns mit beschäftigen. Die ganzen Tools haben, wir haben es gerade, wurde es angesprochen, wurde danach gefragt, welche Videosoftwares gibt es denn? Ja. Wir haben gesagt, wir wollen eine Windows-Variante zeigen, wir wollen eine Apple-Variante zeigen. Ja, wir wollen eine kostenlose Variante zeigen. Auch das war uns wichtig, ja. Einfach, dass diejenigen mit kleinem Budget eine Möglichkeit haben, das zu machen. Und dann einfach auch, was sehr gut angenommen wird und sehr gerne gemacht wird, ich glaube auch ganz erfolgreich, gerade auch für diejenigen, die nicht so gerne vor die Kamera stehen, diese Screen-Capture-Videos. Erklärst du uns mal, was Screen-Capture-Videos sind und wie man sowas macht? Ja, also Screen-Capture ist einfach nur quasi die Aufnahme deines Bildschirms. Da gibt es zig Softwares dafür, die natürlich die wir vorhin schon angesprochen haben, wie Camtasia oder Screenflow, die können das natürlich auch. Aber schon sowas wie iMovie von auf dem Mac ganz oder auch der Windows Movie Maker, glaube ich, heißt es bei Windows. Also letztendlich nimmt man einfach nur seinen Bildschirm auf. Ja. Wenn ich jetzt nicht vor die Kamera möchte, ist das eine super, super Möglichkeit. Ja, mache ich auch bei sehr, sehr vielen Videos. Letztendlich kann man dann einfach nur zum Beispiel in PowerPoint oder in Keynote oder wie die ganzen Programme heißen, sogar in Paint, ja, man kann einfach einen Text sich schreiben, eine kleine Präsentation erstellen und die dann abfilmen mit so einer im Screen Capture Format, ja, also man nimmt dann quasi ein Screen Capture Video auf. Dafür gibt es auch zig, also Online-Tools, zum Beispiel Screencast-O-Matic ist so eine Seite, über die man das dann machen kann. Das ist kostenlos, das Einzige, was man hat, ist dann ungefähr hier unten. So ganz klein steht Screencast-O-Matic, aber wie gesagt, mit dem Windows Movie Maker oder mit iMovie geht es auch.
Ja, und mehr ist nicht, ja. Also man kann das Video direkt einfach komplett so aufnehmen. Über ein Hangout. Und oder über ein Hangout, genau. Also es gibt zig Möglichkeiten. Und wenn man nicht möchte, dann braucht man am Anfang nicht mal das Geld ausgeben, um eine Schnittsoftware zu haben, weil man sogar in YouTube selber Videos schneiden kann. Genau. Was viele nicht wissen. Ja. Genau, das kann man auch nochmal. Richtig, da haben wir auch drüber gesprochen. Im dritten Teil geht es dann um die Videos zu optimieren. Also im ersten Teil wird der Kanal eingestellt, im zweiten Teil werden die Videos gemacht und im dritten Teil werden die Videos quasi optimiert. Und dann hast du eine wunderschöne Infografik dazu erstellt, nenne ich es mal. Ja, im Prinzip das, was ich dann im Video erzähle, also die 7 Schritte zum perfekten Facebook-Video, zum YouTube, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ne? Die 7 Schritte zum perfekten YouTube-Video und dort zeige ich einfach diese 7 Schritte, nach denen ich vorgehe, um eben ein gutes Video zu machen. Und und du hast da die entsprechende Grafik schon vorher zu erstellen, sieht einfach genial aus. Also dieses Video in Kombination mit der optischen Darstellung, wie man sowas macht, ist, glaube ich, großartig und hilft ganz vielen, weil man das ein oder andere nicht berücksichtigt. Und ich glaube auch da, ich habe wieder was gelernt an dem Tag, einfach eine coole Idee, einfach nur mal zu sagen, was letztendlich, oder erklär du doch bitte mal nur den Sinn der Unique Tags. Okay, Unique Tag. Also im Prinzip ist es so ein, ich weiß nicht, doch im Prinzip ist es eine Art YouTube-Hack sozusagen. Also einfach ein kleiner Trick, der bewerkstelligt, dass eure Videos von eurem Kanal immer rechts in dieser Leiste auftauchen. Ja, wenn zum Beispiel, hier, Elevator Pitch, perfektes Beispiel. Sagen wir mal, der Thorsten macht sein Video, der Elevator Pitch und verpasst diesem Video sein Unique Tag. Ja, ich komme gleich dazu, was ein Unique Tag ist. Er macht weitere Videos und überall in jedem Video ist dieses eine Unique Tag drin. Wenn jetzt jemand das Video Elevator Pitch anschaut, was ja der ein oder andere schon getan hat, ja, dann erscheint rechts in dieser Leiste erscheinen seine ganzen anderen Videos, weil überall in diesen Videos der gleiche, diese eine Unique Tag eben vorhanden ist. Der Unique Tag ist einfach kein Keyword, sondern, also ja, im Prinzip ist schon ein Keyword für YouTube, ja, aber wir benutzen den Unique Tag eigentlich nicht als Keyword, sondern einfach nur als Trick, um alle Videos von uns miteinander zu verbinden. Es kann ein Wort sein, das ihr euch ausdenkt, das sollte einfach nur ein Tag sein, das keiner außer euch benutzt, deswegen auch Unique. Individuelles Tag könnte man auch sagen. Ich benutze immer, nee, sage ich natürlich nicht, sonst benutze ich das auch. aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, also denkt euch einfach ein Wort aus und benutzt es als Tag in allen euren Videos. Einfach vielleicht auch eine Buchstabenkombination mit irgendwelchen Kürzeln oder genau. was einfach sonst keinen Sinn macht. Ja, genau. Also auf jeden Fall kein irgendwie, ja. Also jeder von euch kennt das ja. Wenn man sich ein Video anschaut, dann kommen auf der rechten Seite vorgeschlagene Videos, die themenrelevant sein könnten. Ja. Und jetzt stellt man sich mal vor, man guckt sich ein Video von euch an und sagt ja, oh, das ist aber auch interessant. Und klickt dann da drauf und dann guckt er sich ein Video von jemand anders an und ist von eurem Video verschwunden. Irgendwie doof, oder? So, man stellt sich jetzt mal vor, durch die Unique Tags guckt man sich ein Video von euch an und auf der rechten Seite sind nur Videos von euch und von jemand anders. Was denkt er dann wohl? Tja. Was ist der erste Gedanke, wenn der sieht, also selbst wenn er nur ein Video durchklickt, beim nächsten Video durchklickt und immer auf eurem Kanal bleibt, was bedeutet das? Unglaublich vieles. Weil erstens hat er jedes Mal die Möglichkeit, euren Kanal zu abonnieren, wenn er ein Video sieht. Zweitens, wenn er zu einem bestimmten Thema, sei es jetzt, wenn man in der Gesundheitsbranche ist, ja, immer wieder Gesundheitstipps von ein und demselben Kanal sieht, was denkt man dann über diesen Kanal? Die Positionierung als Experte ist damit doch wunderbar, wunderbar gelungen. Und allein diese zwei Geschichten sind schon perfekt, ja. Allein einer davon wäre schon Grund genug, dieses Unique Tag zu benutzen. Aber es gibt einfach noch mehr, weil man einfach alles damit verbessern kann. Und es ist so ein einfacher Schritt, ja, weil man gibt ja eh immer einen Tag an. Also falls ihr nicht wisst, was. Ist das so?
Ich bin mir nicht sicher, ob jeder einen Tag angibt. Also ja, viele machen das sicherlich nicht. Ja, bei mir ist das schon so drin. Ich meine, aber, also im Prinzip, für die jetzt vielleicht auch unter euch, wenn ihr noch gar nicht wisst, was ein Tag ist. Ja, bei YouTube, immer wenn man ein Video hochlädt, hat man den Titel, die Beschreibung vom Video und drunter die Möglichkeit, quasi Tags sozusagen wie Keywords anzugeben. Und das empfehle ich euch auch stark, das zu tun, denn das hilft YouTube dabei, eure Videos eben besser einordnen zu können, in welche Richtungen, in welche Nische die gehören. Und so dann natürlich letztendlich auch dazu beizutragen, dass mehr Leute eure Videos sehen, und das ist halt der Grund, warum ihr sie hochladet. Also zumindest die öffentlich sind. Ja. Habt ihr denn dazu irgendwie, also jetzt eine spezielle Frage zu den Unique Tags noch, oder konnte ich das so erläutern, dass es jeder von euch verstanden hat? Also ich habe es verstanden. Gut, sehr gut. Gut, letzter Bereich, sei denn jetzt eine Frage, ich wollte jetzt keinem hier über den Mund fahren. Man hat immer, also ja, ich habe ja gelernt im Laufe der letzten Hangouts, dass die Leute sich immer nicht trauen, irgendwie dazwischen und so weiter. Ja. Das hier soll keine Podiumsdiskussion sein, sondern mehr so ein runder Tisch, wo jeder auch mal was einwerfen kann. Also ihr dürft gerne Fragen stellen und nachfragen und irgendwas dazu beitragen, wenn euch danach ist. Müsst ihr natürlich nicht, aber dürft gerne. Also ihr dürft doch uns gerne unterbrechen. Also das ist, wie gesagt, ist hier nicht so eine Lehrer-Schüler-Nummer. Mir ist nicht danach. Okay, großartig. einen letzten Bereich wollen wir noch mit euch besprechen. Das, was mich total fasziniert und wo Manuel einfach ein extremer Spezialist ist. Und ich, also wir haben es ja noch nicht also wirklich intensiv besprochen, deswegen kann ich nicht sagen, extrem viel gelernt habe. Aber das, was ich gesehen habe, was er angedeutet hat, mit den Dingen, mit den Tools, um die es jetzt geht, haben mich wirklich fasziniert. Also das war auch absolutes Neuland für mich. Großer Vorteil ist einfach, dass er perfekt Englisch spricht, dass er sich dort auf den amerikanischen Markt, und wir haben es oft gesagt in verschiedenen Videos, die Amerikaner sind uns, was Marketing angeht und diese ganzen Dinge, gerade wenn es um Online-Geschichten geht, sind die uns Lichtjahre voraus, die machen Dinge, da schlackern wir mit den Ohren und sagen, das geht? Boah. So, und so habe ich heute auch geguckt, mehrfach. Gestern. Und ich möchte euch einfach jetzt mal. Also, es ist unglaublich. Also, ich finde das unfassbar, was geht. Ich spüre meine Begeisterung. Also, ich freue mich da in Zukunft, diese Dinge einfach intensiv zu nutzen, weil das wirklich unglaublich ist. Also nur mal so ein Beispiel. Korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber ich hätte jetzt die Möglichkeit, eine Werbung zu machen an Leute, die beispielsweise ein bestimmtes Video von mir angeschaut haben. Genau. So, also 12.500 Menschen haben das Video zum MLM Elevator Pitch angeschaut, und diesen 12.000 Menschen, die kennen mich ja nur schon, die haben eine Beziehung zu mir, denen könnte ich ja jetzt eine Werbung anzeigen lassen. So, und könnt ihr dann irgendwelche Tools verkaufen oder sonst irgendwas, keine Ahnung, irgendwas. Und so kann man das natürlich auch mit anderen Videos machen. Ja. Du hast gesagt, es gibt ja ein Tool, wo ich mir ein Video raussuchen kann, ein bestimmtes Video, was viele Menschen angeschaut haben, und diesen Menschen, die dieses Video angeschaut haben, die interessieren sich wahrscheinlich für XY, und deswegen zeige ich denen jetzt eine Werbung an. Genau. Genau. Ja. Also wobei man schon sagen muss, also man kann natürlich, wie jetzt, was bei Facebook die Interessen sind, ja, oder die mir fällt es nur auf Englisch ein, Behavior. Also die ganzen Sachen gibt es natürlich in Google auch, ja. Also Google AdWords für Videos, so nennt sich es bei YouTube eben, wenn man Werbung schalten möchte. Und da gibt es unglaubliche Möglichkeiten, weil diese Placements letztendlich einem ermöglichen, ja, auf bestimmten Videos seine Werbung anzeigen zu lassen. Also ich, sagen wir mal, ich bin bei Firma XY, ja, die... Lass uns bei den Networker bleiben, rekrutieren. Rekrutieren, ja, okay, ja. Rekrutiervideo. Ja, also gehen wir mal davon aus, dass... jeder, der im Network anfängt und irgendwie mal online nach Training für einen Networker sucht, der wird zwangsläufig auf Rekrutier stoßen. Die Videos auf Rekrutier könnte ich jetzt alle im Prinzip targetieren und dann immer dort von mir, also insofern ich natürlich der Höchstbietende bin, das funktioniert ja nach dem Auktionsprinzip bei Google,
Könnte ich dann in diesen Videos eine Werbung einblenden für zum Beispiel Network Swishen? Was würde das, wie würde das die Chance erhöhen, also im Vergleich dazu, wenn ich einfach nur das Interesse Network Marketing targetiere? Diese Möglichkeit allein schon erhöht, wenn nicht verdoppelt oder verdreifacht die Chance, meiner Meinung nach, ganz klar, weil diese Targetierungsmöglichkeit unglaublich viel spezifischer ist, ja. Und so kann ich das letztendlich so kann ich andere Kanäle targetieren, andere Videos targetieren, und ich kann aber auch über Remarketing, also oder Retargeting, quasi Besucher meines Kanals, ja, targetieren und einfach Retargeting machen, so wie wie es in Facebook auch möglich ist. Und das nur klein, also es gibt noch viel, viel mehr, ja, also es würde wirklich derbe den Rahmen hier sprengen, wenn ich das alles jetzt erzählen würde. Aber es gibt, selbst angefangen bei der Keyword-Recherche, ja, es gibt Tools, mit denen man einfach sehr, sehr genau herausfinden kann, nach was gesucht wird. Auf Google, auf YouTube, selbst auf Facebook. Ja. Alleine das muss man sich vorstellen. Wenn ich jetzt ein Video mache und mir überlege, wozu soll ich dann beispielsweise ein Video machen? Oder wie nenne ich denn die Überschrift? Und wenn ich dann weiß, wonach meine Zielgruppe am meisten sucht, dann kann ich doch diese meistgenutzten Suchbegriffe nehmen und kann sie bei mir als Überschrift verwenden, ja, und werde danach dann natürlich viel besser angezeigt als jemand, der einfach diesen nicht den identischen Begriff genutzt hat, der es einfach anders genannt hat. Und dann wird mein Video angezeigt und sonst nicht. Ja, also wir hatten auch, als wir uns gestern getroffen haben, das war's nicht, haben wir auch so ein bisschen rumgewitzelt, ja, und haben aber beide, also einfach weil wir unsere Videos optimieren, weil wir unsere Kanäle optimiert haben, ranken ist ein Begriff, also letztendlich wie gut man in den Suchergebnissen angezeigt wird. Genau, und vor allem wie schnell, also wenn ich ein Video mache, ja, dann ist es jetzt schon zigmal vorgekommen, dass ich innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden oder maximal einem halben Tag in den Suchergebnissen auftauche und dann auch unter den ersten 10, 5, manchmal sogar unter den ersten 3 Ergebnissen innerhalb von so kurzer Zeit. Und dann haben meine Videos teilweise noch keine 20 Aufrufe. Und ich habe aber Videos überholt, die Tausende von Aufrufen haben. Und das ist einfach nur, weil ich diese Optimierung mache. Ja, ob mein Video besser ist als die Videos, die ich überholt habe, sei mal dahingestellt. Aber, also ich habe natürlich schon den Anspruch, dass meine Videos besser sind, ja. Aber das ist, wie gesagt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Punkt ist, mit so einfachen Dingen wie Optimierung, mit nach einer Checkliste vorgehen, sich einfach zum Beispiel den 7 Schritten zum perfekten YouTube-Video richten oder ein bisschen Kanaloptimierung zu betreiben, das sind Dinge, die sind vielleicht beim ersten Mal komisch, weil man es zum ersten Mal macht, ist vielleicht auch schwierig, aber dann macht man es ein zweites und ein drittes Mal und beim vierten oder fünften Mal ist die Videooptimierung schon viel, viel leichter. Und beim zehnten Mal ist es garantiert schon Routine, weil es kein Hexenwerk ist und weil jeder von euch das kann. Weil es nicht Fähigkeit ist, sondern Routine, die man sich aneignet. Und wenn ihr das drauf habt, dann werdet ihr von diesem riesen YouTube-Traffic-Pool einen schönen Abzweig zu euren Webseiten, zu euren Angeboten oder zu eurem Geschäft machen können. Großartig. Also es gibt so viel, wo wir noch drüber sprechen können. Ich sehe gerade zum Beispiel auf unserem Whiteboard dort das Tool, wo man quasi mit ein, zwei Klicks einen Social Media Post machen kann, in alle möglichen Social Media Profile. Auch solche Dinge zeigen wir, weil man natürlich diese YouTube-Videos dann auch ganz gerne verbreiten will. Ja. Und es dadurch natürlich mit ein, zwei Klicks, bam, in alle möglichen Social Media Profile, die es so gibt, dann postet. Und man stellt sich mal vor, man macht jetzt einen Facebook-Post und das erscheint automatisch auf Twitter, Pinterest, Instagram, hast du nicht gesehen? Finde ich großartig. Also ich habe es immer nicht gemacht, weil ich zu faul dafür war, jetzt auch noch auf Twitter zu gehen, jetzt noch auf Instagram zu gehen, jetzt da noch zu gehen und da noch zu gehen. Und es gibt ein Tool, da muss ich es nur einmal machen und es ist automatisch in alle möglichen Social-Media-Profile verteilt. Mhm. Auch sind die,
die wir wahrscheinlich noch nie gehört haben. Keiner kennt, ja. Also, wobei, ja, das, also gut, es gibt ja mehrere so Tools, ja, aber die kosten teilweise auch monatlich. Aber was wir da im Kurs zeigen werden, ist ja, ein Tool, das kostenlos ist. Und das alleine ist schon sehr grandios. Sehr geil. Also ich freue mich riesig darauf, wenn das Ding hier fertig ist, wenn wir das launchen dürfen. Ich denke, ihr dürft euch auch darauf freuen. Diejenigen, die uns jetzt zuschauen, dürfen sich auch gerne darauf freuen, weil ich glaube, dass YouTube eine extrem starke Waffe ist. Wir haben es im Kurs auch gesagt, die schnellste und einfachste Methode, um im Internet gefunden zu werden. Wenn ich heute einen Blogartikel schreibe, braucht das seine Zeit, bis die auch ranken und bis ich danach auch gefunden werde, muss ich echt fleißig sein. Wenn ich es bei YouTube richtig mache, dann kann ich jetzt ein Video machen und wenn ich es in 5 Minuten hochgeladen habe, rankt das nach gewissen Keywörtern. Ja. Ja, also es kann aber sofort schneller, passieren. Ja. Viel schneller. Ja. Genau. Okay, also großartig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier heute Abend. Gibt es noch Fragen dazu an Manuel, an mich? Gibt es ein Feedback? Wie dürfen wir euch entlassen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal finde ich das eine total geile Sache. Ich freue mich riesig auf den Kurs. Eine Frage schon vor, ich habe da schon irgendwie eine Preisvorstellung oder darf ich die Frage jetzt hier nicht stellen oder dürft ihr das noch nicht sagen? Wir wissen es ehrlich gesagt gar nicht. Also, achso. Wir haben eine, darf man, dürfen wir das sagen? Also, weißt du nicht, Er weiß es nicht. Er dürfte mich nachher davon freuen, dass es dann nicht so kommt. Also wir haben eine Idee. Ob diese Idee sich realisieren lässt, wissen wir noch nicht. Was wir machen wollen, ist eine Liga zur Verfügung zu stellen und den Leuten die Möglichkeit zu lassen, selbst zu entscheiden, wie viel sie dafür bezahlen wollen. Wir sagen natürlich eine Mindestspanne und eine Maximumspanne und dann darf sich jeder aussuchen, was ihm das wert ist, was er gerne dafür bezahlt. So ist mal unsere Idee und dann schauen wir einfach mal, wie gut das Ganze da ankommt. Aber es wird bezahlbar sein. Das ist auf jeden Fall eine geile Idee. Also da bin ich mal gespannt. Also wenn ihr das so durchkriegt. Ja, also wie gesagt, ich hab, hatte dir ja beim letzten Mal schon, wo wir telefoniert haben, habe ich dir schon gesagt, ich freue mich riesig auf YouTube. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich so der Videotyp bin, aber das werden wir ja dann immer noch sehen. Aber ich freue mich trotzdem riesig drauf. Das wird mir bestimmt noch eine Menge Spaß machen. Und alles langsam, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, immer weiter. Und das ist dann auf jeden Fall nach dem Bloggen das Nächste, was ich machen will. Großartig. Freue mich, dich dabei zu unterstützen. Und ich freue mich, dich als Lehrer zu haben. Okay, alles klar. Dann scheint es so, als hätten wir es für heute. Dann bedanke ich mich nochmal. Ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Auch für vielen Dank. Frage. Schönen Abend. Ciao, ciao. Ja, euch auch. Schönen Abend. Alles Gute. Bis bald. Macht's hübsch. Geil.